Hallo und herzlich willkommen. Wir schreiben Tag 3 nach Rosenmontag. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar 2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Marc, hallo Alex, hallo Henrik. Hallo Sascha, hallo Marc, hallo Publikum. Alex, schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du es angesprochen hast. Rosenmontag hast du gesagt. Und Aschermittwoch, die sind vorbei, ne? Ja, jetzt ist wieder normales Leben. Es gibt Leute, die sind jetzt ganz traurig, weil sie sagen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Es gibt auch welche, die sagen, yes, endlich kann man im Fernsehen mal wieder was anderes sehen. Aber du bist ja nur so ein Karnevalist. Du hast hier in den Werken nicht mitgefeiert, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich zu Hause Rosenmontag gefeiert, indem ich mir die Züge aus Düsseldorf und Köln im Fernsehen angeguckt habe. Das kann man machen. Dann sitzt du auf dem Sofa und wirfst Kabelle oder was? Oder wie? Nö, ich habe das einfach genossen, die Bilder zu sehen, was da so los war. Was ich erstaunlich fand, der Kölner Karnevalszug hat 200 Jahre gefeiert und der ging diesmal über den Rhein, über die Deutzer Brücke rüber und hat gute 9 Stunden, glaube ich, gedauert. Ui. War abends im Dunkeln erst zu Ende. Da braucht man Ausdauer. Aber ich gebe dir recht, in den Nachrichten kann man ja manchmal so einen Abspann sehen. Die lassen sich schon eine Menge einfallen mit diesen großen Wagen, mit den vielen politischen Themen, die diese behandeln, mit den großen Figuren. Das ist auch schon eine politische Veranstaltung. Finde ich nicht schlecht. Aber es ist vorbei, du hast es selber gesagt. Willkommen zur Sendung. Bevor wir die Auflösung des Bilderrätsels zeigen, würde ich sagen, Sascha, zeigen wir mal ganz kurz, was Fasching bei uns in den Werken so abgegangen ist. Du warst da nicht dabei, aber ihr könnt euch vorstellen, die Leute im Haus Niedersachsen waren außer Rand und Band. Endlich dürfen sie nach langer Corona-Pause mal die Sau rauslassen. Und wie das funktioniert hat, das zeigen wir euch in einem ganz kurzen Schwenk, den ich von der Bühne gemacht habe. Ich schlage vor, noch ein letztes Mal Fasching 2023, Film ab! Film ab! Ich wache auf, mein Kopf tut weh. Echt? Wo sind mein Handy und mein Portemonnaie? Kein Geld mehr drin. Mein Papa ruft an, Sohn, ich hab dir vertraut. Ich sag, Papa im Zug, wann meine Bremsen euch? Nicht da! Damit haben wir jetzt Fasching abgehakt. Auflösung des letzten Bilderrätsels. Sascha, weißt du noch, was das war? Ja, das war der Schilderbaum zwischen Verwaltung und Lindenschule. Ah ja, Schilderbaum. Zeigen wir gleich mal ein Foto. Das ist das Ding, wo eben ausgeschildert wird, wo man was als Besucher bei uns findet. Haus Niedersachsen, Lindenschule, MAV, alles muss ausgeschildert werden. Wir gucken uns die Lösung mal an. Irgendwie ist das ein tolles Bild. Ihr seht es, aus der Wabe wird herausgestrahlt. Das ist Alex. Hallo Alex. Hallo Henrik. Hallo liebes Publikum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Naja, und schön, dass du bei uns bist. Du hast uns diesmal eine feuchtfröhliche Reportage mitgebracht. Finde ich richtig gut. Wir müssen gar nicht viel ankündigen. Ich muss dir aber eben mal meinen Respekt zollen, beziehungsweise sagen, toll, was du alles auf die Beine stellst. Du hast dich, naja gut, bisschen übertrieben, fast nackt für uns gemacht. Ganz kurz, wo warst du? Henrik, ich war im Ronolulu, was ja nicht so selten ist. Ich gehe ja ziemlich oft und regelmäßig schwimmen, ja. Aber diesmal habe ich im Ronolulu was ganz anderes gemacht. Oh, ich sag euch was ganz verrückt ist. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich brenne, obwohl das Thema so nass ist. Film ab mit Alex Außenreportage. Viel Spaß. Eine Attraktion im Ronolulu ist die Rutsche. 84 Meter lang und ich gehe 46 Stufen hinauf. Ein wenig aufpassen beim Hinaufgehen sollte man schon, denn die Stufen sind nass. Zehn Meter hoch ist der Rutschenturm und von hier oben hat man schon einen tollen Ausblick. Eins der Becken draußen, das Außenwarmbecken, das ist geöffnet. Schön warm. Hier könnt ihr nochmal das Freibad sehen. Das hat natürlich im Moment noch zu.
aber vermutlich ab Mai wird es wieder geöffnet haben. Aber jetzt geht es endlich los. Ich setze mich in die Rutsche und warte ab, bis die grüne Lampe leuchtet. Aufgestellt. 25 Sekunden, das ist ganz schön langsam. Die Rutsche ist auch für Nichtschwimmer geeignet, denn die Landung erfolgt in einem flachen Rutschenlandebecken. Hier ist die Wassertiefe nur 30 cm. Ich stehe hier am Babio-Becken, das ist das Sprungbecken. Hier gibt es den Einer, den Dreier und den Fünfer. Mich hat jemand gefragt, ob ich nicht mal vom Fünfer springen kann. Ich weiß nicht so recht, ob ich mich traue. Also ich fange erstmal mit dem Dreier an und dann mach Sprung. Ja? Oben angekommen, habe ich schon etwas zittrige Beine. Wenn so gar keine Bewegung im Wasser ist, ist es schon etwas komisch. Und beobachtet fühle ich mich hier auch. Komm runter. Aber ich traue mich dann doch zu springen. Spiel- und Spaßparty am Sonntag, den 26. Februar von 10 bis 22 Uhr. Mal sehen, was Benny mir dazu sagen kann. Hi Benny. Hi. Jetzt war ich ja so toll eben im Honolulu rutschen, springen. Ja. Ne? Und geht ja leider nicht mehr so lang. Ne? Ja, genau, bis zum 5. März. Dann gehen die Luken zu und wir bauen um. Okay, und wie lange wird geschlossen sein? Voraussichtlich bis Oktober. Okay, aber das Freibad macht demnächst auf. Genau, das bleibt auch offen und solange wir die Halle zu haben, könnt ihr immer im Freibad schwimmen. Ja, und was findet hier als Attraktion noch statt? Wir machen nochmal richtig Party zum Schluss. Also wir haben den Aquatrack aufgebaut, wir haben Aquaballs, wir haben eine Schaukanone, eine Laufmatte, einen Rutschwettbewerb. Also euch erwarten ganz, ganz viele Dinge zum Schluss, dass wir hier nochmal richtig Gas geben. Also jetzt am Sonntag alle ins Honolulu kommen, 10 bis 22 genau. Uhr, also bis 22 Uhr sogar geöffnet. Länger als sonst, genau. Ja, genau. Und abends Moonlight Shopping, Shopping sag ich. Moonlight Schwimmen. Moonlight ja. Schwimmen, ne? bis ab 19 Uhr im Dunkeln. Genau. Ja. Also nutzt die Chance, kommt nochmal ins Honolulu, bevor es erstmal für ein paar Monate in der Halle geschlossen sein wird. Danke. Ja, gerne. Alex, 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 ich bin voller Bewunderung und ihr habt es gesehen, du hast alles gegeben. Ja, also ich war schon lange, lange nicht mehr rutschen. Ja. Also meine Kinder sind ja 16 und 19. Früher, als sie klein waren, habe ich meinen Sohn noch auf den Schoß genommen und wir sind zu zweit gerutscht. Jo. Ich glaube, es ist schon ein paar Jährchen her, dass ich aber selber auf der Rutsche war, ganz alleine. Hm. Und 6-mal bin ich in der Tat gerutscht. Also 6-mal diese 46 Stufen nach oben hoch, das war schon sportlich. Ja. Ja, und 6-mal gerutscht. Warum 6-mal? Naja, 2-mal hat die Kamera hatte ich falsch nicht richtig gedrückt. Also habe ich nicht aufgenommen und ich wollte das ja selber ausnehmen aus unterschiedlichen Perspektiven. Damit ihr einmal seht, wie ich in Rückenlage rutsche und einmal seht, wie das dann wirklich aussieht. Ja. Und deswegen 6-mal. Eigentlich hat es auch Spaß gemacht. Also du hast alles gegeben. Ich glaube, danach musstest du auch nicht mehr joggen und gar keinen Sport mehr treiben. Das war genug Fitness, ne? Naja, ich war noch schwimmen danach. Auch das noch. Und ihr habt es gesehen, sie ist gesprungen aus unendlicher Höhe. Ich glaube, es waren 3 Meter.
Ist ja auch nicht so dein Lieblingsding, ne, springen? Nein, also na, muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Hm. Naja, man muss schon regelmäßig mal springen. Aber vom Dreier bin ich schon seit ein paar Jahren nicht gesprungen. Und du hast erzählt, da haben ganz viele Leute zugeguckt. Ja, das war ja das Schlimme. Es war schon fast peinlich. Ich stand da, ich würde sagen, 3 Minuten da oben. Hm. Selbst aus dem Aloha, aus dem Restaurant haben die zugeguckt. Aus dem Babybecken haben die zugeguckt. Da sind einige vorbeigegangen und ein paar Jungs wollten auf den Fünfer rauf und die mussten leider warten, weil ich auf dem Dreier stand. Und geht ja nicht beides vom Fünfer und vom Dreier springen. Naja, in der Tat, irgendwann hat Jörg gerufen, jetzt spring, und dann bin ich auch gesprungen. Hm. Wunderbar, ganz toll. Macht euch keine Sorgen um die Kamera, die ist wasserdicht, die ist genau. Jetzt nicht etwa kaputt. Und untergegangen ist sie auch nicht, sonst hätte sie noch einen Tauchgang filmen müssen. Jetzt hast du ja mit diesem freundlichen Angestellten da aus dem Schwimmbad noch gesprochen. Ich muss blöd fragen, früher nannte man die Typen Bademeister, so heißen die nicht mehr, ne? Nee, seit langem schon nicht mehr. Also, die heißen jetzt Fachangestellte für Bäderbetriebe. Oh, gut. Mhm. Und der Mann hat ein bisschen Werbung gemacht. Ihr habt euch unterhalten über eine Veranstaltung, die hier abgebildet ist. Heißt Spiel- und Spaßparty. Erlebnisbad im Ronolulu, Sonntag, 26.02. von 10 bis 22 Uhr, das ist ja das Tolle daran. So lange hat das Ronolulu nie geöffnet. Normalerweise ja nur bis 20 Uhr. Also jetzt am Sonntag von 10 bis 22 Uhr ist schon eine Sensation. Allerdings. Und da wird so viel aufgebaut sein. Ja, ich überfliege das mal gerade. Hier Kinder schminken. Gut, findet nicht unter Wasser statt, wahrscheinlich am Beckenrand. Animation und Spiele. Rutschwettbewerb, also das, was du vorgemacht hast. Aquaballs. War das Aquaballs? Aquaballs sind riesengroße Wasserbälle. Mhm. Die sind durchsichtig, die sehen im Grunde genommen aus wie Seifenblasen. Aber es sind halt große, große Wasserbälle. Und da kann man reinkriechen und hockt man in den Wasserball drin und dann kannst du dich übers Becken, rollst du übers Becken. Das ist ganz cool. Aber mordsmäßig heiß da drin. Also wenn du da rauskommst, bist du schweißgebadet. Also ich habe das auch schon gemacht. Das macht richtig Spaß. Und diese Chance nutzt dir einfach, mal in so einen Wasserball reinzugehen. Das ist schon toll. Ich würde sagen, das macht ihr unbedingt, denn es gibt hier noch Großspielgeräte, Wasserlaufmatten und das Beste, jetzt schreien sie alle Hurra, plus Pommes und Getränk. Und zwar für die ersten 500 Gäste bis 27 Jahre. Mhm. Also es heißt, so früh wie möglich ankommen, wenn ihr zu den ersten 500 gehört, dann kriegt ihr Pommes und also Herrschaften, was wollt ihr noch mehr? Draußen ist relativ graues, trübes Wetter. Karneval ist vorbei, da kann man ins Ronolulu gehen. Auf alle Fälle. Und nutzt die Chance, weil das Ronolulu, die Halle, wird demnächst erstmal geschlossen sein für mehrere Monate. Ah. Weil da wird renoviert. Mhm. Das Ronolulu ist in die Jahre gekommen. Die Becken sind ja schon erneuert. Innen drin in der Halle ist auch schon ganz, ganz viel neu. Aber das Dach ist halt noch alt. Und da muss energetisch was getan werden. Mhm. Und das dauert halt. Also wenn man vom Ronolulu das ganze Dach abnimmt und muss das erneuern, das braucht schon seine Zeit. Das stimmt. Jetzt ist es aber so, bis Oktober geschlossen, dann ist ja das Freibad geöffnet. Genau. Ne? Also vermutlich ab Mai wird das Freibad geöffnet sein. Vielleicht auch schon früher, das hängt vom Wetter ab, ne? Wann die es fertig machen können. Das müsste erstmal gereinigt werden. Und solange vielleicht noch Frostgefahr ist, können die das Becken nicht reinigen, weil dann die Gefahr ist, dass die Fliesen platzen. Und ja, das wird ein Riesenproblem werden. Von daher warten die erstmal den Frost ab und dann wird das gereinigt. Säubert und so weiter. Und dann macht das Freibad auf. Dann können wir auch wieder ins Schwimmbad gehen. Also Leute, worauf wartet ihr noch? Man merkt, so ein Bad zu unterhalten ist eine aufwendige Sache. Die Stadt muss immer was reinstecken und allein von den Einnahmen lebt man da nicht. Das ist also ein Betrieb, wo man immer wieder was investieren muss. An Arbeit, an Arbeitskräften, und das kostet einfach Geld. Und eine größere Freude als das Bad zu besuchen, kann man den Leuten dort gar nicht machen. Ab ins Ronolulu. Das war jetzt echt ein fetter Werbeblock. Alex, du hast in diesem Zusammenhang uns ein Bilderrätsel mitgebracht. Genau. Ein allererstes. Ja. Und ich würde vorschlagen, der Marc schmeißt das mal auf den Bildschirm. Und ich bedanke mich nochmal bei dir für deine tolle Außenreportage. Oh, danke schön. Ja.
Die Wabe hat sich ausgetauscht. Nicht die Wabe, der Inhalt. Sascha ist wieder da. Sascha, schön. Ja, ich freue mich auch. Du sag mal, so eine Geschichte, Honolulu schwimmen gehen und so, ist das eigentlich was für dich? Also ich kann nicht behaupten, dass es gar nichts für mich ist. Ja. Aber ich bin tatsächlich jemand, der geht lieber im Natursee schwimmen oder in der Nordsee. Das ist so mehr mein Ding. Ich kann auch gerne sagen, warum. Das gibt mir so ein Gefühl von Freiheit. Nur dieses Wasser, ganz viel Wasser vor mir zu haben. Ich schwimme in diesem See oder in der Nordsee. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl für mich. Du, das kann ich nachvollziehen. Ein Gefühl von Freiheit zu haben in einem Becken, das 25 Meter lang ist, da stößt du sofort wieder an. Völlig klar, draußen im Meer hat was anderes. Nur danach musst du duschen, ne? Ja, aber das ist dann halt so. Jo. Jedem das seine. Es gibt Leute, die stürzen sich lieber in die Fluten. Die anderen gehen ins Honolulu. Alles richtig gemacht. Sascha, wir haben eben das erste Bilderrätsel gezeigt und das zweite lässt gar nicht lange auf sich warten. Ich schlage vor, das zeigen wir jetzt einfach an dieser Stelle. Das machen wir. Viel Spaß dabei. Sehr Bilderrätsel. Jetzt, Sascha, kommt ein ganz anderes Thema. Du kannst sehr viel damit anfangen. Ja. Stichwort Kinderferienprogramm. Mhm. Das musst du uns mal erklären. Ja, und zwar habe ich damals vor über 10 Jahren auf dem Hartmannshof selbst beim Ferienprojekt mitgearbeitet. Mhm. Ich war dort als Alltagshelfer und durfte dann auch in diesem Zeitraum dort übernachten. Das war eine ganz tolle Zeit. Mhm. Ja, und ich kann eigentlich nur jeden ans Herz legen, darum geht es ja hier auch. Probiert es mal aus, wenn es was für euch ist. Vielleicht möchtet ihr dort gerne mitarbeiten. Dann könnt ihr euch, glaube ich, hier in den Rothenburger Werken dafür bewerben. Es ist wirklich wunderschön. Das ist eine gute Ankündigung. Wir zeigen euch jetzt einen Werbefilm, den Marc mit Tim Bayer gemacht hat. Tim Bayer ist ein Kollege auf dem Hartmannshof. Und die beiden haben sich zusammengetan und einen schönen Werbefilm für dieses Ferienprojekt auf dem Hartmannshof gemacht. Der ist so schön geworden, den zeigen wir euch jetzt und dann seid ihr alle ganz gespannt und habt Lust auf Hartmannshof, auf Ferienprogramm, vielleicht wollt ihr da sogar mithelfen. Alles sagt euch der Tim Bayer. Wir sagen jetzt Film ab. Jawohl. Moin, ich bin Tim, Leiter des Ferienprojektes auf dem Hartmannshof und ich freue mich auf euch und auf das Ferienprojekt. Das Haus, in dem ihr dieses Jahr wohnt, ist gerade frisch gebaut. Deswegen sieht es hier alles noch ein bisschen trostlos aus. Aber bis ihr dann hier seid, wird es alles grün und blühen. Die Betten für das Ferienprojekt sind auch schon gemacht. Macht's gut, wir sehen uns beim Ferienprojekt auf dem Hartmannshof. Ach, wunderbar, das geht zack, zack. Ein toller Film, müsst ihr zugeben, Marc, ist echt in die Luft gegangen für euch mit der Drohne, klar. Und jetzt hoffen wir alle, wie Tim auch, auf besseres Wetter, auf die Bäume, dass sie ausschlagen. Also
Knospen treiben, dass es blüht. Ich glaube, du freust dich auch auf Frühling, ne? Ah ja, total. Hm. Die letzten Tage hatten wir ja schon immer mal wieder schönes Wetter mit Sonnenschein. Da fühlte ich mich schon so ein bisschen in den Frühling hineinversetzt. Ja, und wenn man die Ohren aufsperrt, die Vögel, insbesondere die Meisen, die machen schon richtig Radau. Also ich glaube, die schreien, brüllen, zwitschern den Frühling herbei. Es wird, glaube ich, Zeit. Und erste Krokusse habe ich schon gesehen und Schneeglöckchen. Leute, das wird etwas. Sascha, es fehlt noch etwas. Das dritte Bilderrätsel. Jawohl. Und wir wünschen viel Spaß beim Raten. Mhm. Sascha, keine Sendung ohne deine Straßengeschichten. Das stimmt. Und wir waren auch schon unterwegs, und zwar bevor wir heute aufgezeichnet haben. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß mit meiner Straßengeschichte. Jawohl, Film ab! Ahoi! Heute befinden wir uns in der Nödenstraße. Vor 200 Jahren war hier der Melkerstieg. Und was es hier zu sehen gibt, das sehen wir gleich. So, und jetzt schaut euch mal um, was es hier Tolles zu sehen gibt. Hinter mir der Kunstturm. Der Kunstturm war früher ein Turm für Schläuche der Feuerwehr, denn hier befand sich mal die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist heutzutage Mittelweg, an der Ecke zum Sandhasenweg. Wenn wir jetzt gleich auf die andere Straßenseite gucken, sehen wir das Erlebnisbad Ronolulu. Das war früher mal eine Badeanstalt. Dazu haben wir euch auch ein altes Bild mitgebracht. Wir dachten, wir zeigen euch das mal. Und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim weiteren Verlauf unserer Sendung und gebe zurück ins Studio. Sascha, das Schöne ist, die Straßengeschichte hat toll zum Thema gepasst, ja, nämlich zu Alex Außenreportage. Kannst du dir vorstellen, du hast ja das Foto nun gesehen, dass Marc und ich, wir sind ja nun schon ziemlich alte Zause, diese Badeanstalt noch kennengelernt haben? Ja, tatsächlich schon. Ihr wart ja auch mal Kinder und da habt ihr das bestimmt gesehen. Genau, es ist ewig lange her. Damals, wir haben uns noch darüber ausgetauscht, gab es auch draußen ein großes Springbecken mit zwei Türmen, a 1 Meter und einem 3 Meter Turm. Das ist inzwischen alles drin, da gibt es ja auch einen 5 Meter Turm. Da sind wir rauf und runter gesprungen und herrlich diese alten Badekabinen und überhaupt der Begriff Badeanstalt. Damals hießen wir auch noch Rotenburger Anstalten, ne? Mhm. Also das war irgendwie eine komische Zeit. Aber auch eine schöne Zeit. Also ich kann mich erinnern, dass ich teilweise ganze Sommerferien dort verbracht habe, weil es gab ja sonst nichts. Urlaub, kein Geld, aber ne, Badeanstalt ging schon. Und dann den Dauerlutscher und Eis gegessen und wunderschön. Das ist vorbei. Und Sascha, ich glaube auch, die Sendung ist so gut wie vorbei. Aha, da kommt mein obligatorischer Abspann. Jawohl. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 9. März wieder dabei seid, ab 19 Uhr innerhalb der Rotenburger Werke über den hauseigenen Sender Kanal 11. Nicht vergessen, uns gibt es wie immer auf Abruf bei Facebook und YouTube. Bei YouTube kann man uns übrigens auch abonnieren. Ich bedanke mich bei allen, die zu dieser Folge beigetragen haben, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Möchtest du noch etwas hinzufügen, Herr? Ja, ich habe vorhin eine Frage, wenn du sagst, man kann uns abonnieren. Ja. Was heißt das genau? Bei YouTube gibt es eine Glocke und ich meine, auf diese Glocke kann man klicken, um uns zu abonnieren. Ach so. Mhm. Und dann sind wir Stammkunden sozusagen, oder? Nein, wir nicht. Aber die Leute, die uns gerne zugucken, können das machen. Und die sind dann Stammkunden. Ja, Mensch, wir brauchen Stammkunden. Kommet und bleibet. Jetzt ein schöner musikalischer Rausschmeißer, ganz ungewöhnlicher Art. Wir hatten im Februar ein erstes Konzert live in der Kirche zum Guten Hirten nach einer langen Corona-Pause. Zu Gast gewesen ist das Ottersberger Kammerorchester mit
klassischer Musik. Das sind Musiker, die kommen hier aus der Umgebung und die haben zum ersten Mal im Guten Hirten gespielt und haben sich richtig wohl gefühlt. Sehr nette Leute und ich habe einfach ein relativ kurzes Musikstück gefilmt, damit ihr einen Eindruck davon habt. Es war jetzt nicht das ganze Orchester, das setzt sich ja auch aus Pauken und aus Streichern zusammen, also Geige und Kontrabass und Cello, sondern es waren die Bläser. Klarinette, Fagott, Oboe, Querflöte, weiß nicht. Schaut dem Kameraschwenk hinterher, dann kriegt ihr heraus, welche Bläser es gegeben hat. Das ist der musikalische Rausschmeißer für diese Sendung. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Und Sascha, vielen Dank, dass du wieder die Co-Moderation übernommen hast. Immer wieder schön. Ja. Und ich wiederhole gern, was du gesagt hast. Wir sehen uns wieder am 9. März. Das machen wir. Alles Gute bis dahin. Und tschüss. Tschüss.